einer der umstrittensten Politiker des 20. Jahrhunderts. Ich möchte etwas Wichtiges sagen. In einem fesselnden Interview. Nur durch Glück wurde ein Atomkrieg verhindert. So knapp war es. Entlarvende Aussagen über die Kuba-Krise und den Vietnamkrieg. Darf man, um einen Krieg zu gewinnen, 100.000 Menschen in einer Nacht töten? Ist das moralisch? Ist das klug? Ein unzensierter Einblick. Ich glaube, die Menschen müssen mehr über das Töten und über Konflikte nachdenken. Wie viel Böses muss man tun, um Gutes zu erreichen? Der Oscar-Gewinner, The Fog of War, heute 23:10 Uhr.